8 Heckenpflanzen, die nur wenig Wasser benötigen. Wenn Heckenpflanzen wenig Wasser benötigen, sind sie perfekt für schwere Bodenverhältnisse an einem schattigen Standort geeignet. Wenn Heckenpflanzen wenig Wasser benötigen, sind sie perfekt für schwere Bodenverhältnisse an einem schattigen oder an einem sehr heißen Standort geeignet. Diese Pflanzen zeichnen sich durch ihr sehr geringes Wasserbedürfnis aus, das wiederum den Pflegeaufwand minimiert. Auf diese Weise können Sie Heckenpflanzen als Sichtschutz nutzen, die in den hiesigen Wetter- und Bodenverhältnissen optimale Bedingungen finden. Die Heckenpflanzen, die nur wenig Wasser benötigen, die wir Ihnen in diesem Video vorstellen wollen, sind die gemeine Hain- oder Weißbuche, Liguster, Kirschlorbeer, die Glanzmispel Red Robin, Eibe, der portugiesische Kirschlorbeer, Zypressen und Thujas. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video ein bisschen Inspiration für Ihre eigene Hecke bietet und wir hoffen, dass Sie hier eine Heckenpflanze, die nur wenig Wasser braucht, finden, die Sie dann in Ihrem eigenen Garten pflanzen. Wenn Ihnen das Video gefällt, lassen Sie uns natürlich einen Daumen nach oben da oder abonnieren Sie unseren Kanal. Das hilft uns wirklich weiter und wir können Ihnen viele weitere dieser Videos anbieten. Fangen wir gleich an mit der gemeinen Hainbuche oder Weißbuche. Diese Heckenart ist die einzige in dieser Liste, die nicht immergrün ist. Wenn diese Pflanze sich im Boden einmal richtig verwurzelt hat, kann sie auch im heißesten Sommer ohne Wasser nicht mehr kaputt gehen. Sie ist sehr trockenresistent, daher sollte sie in dieser Auflistung nicht fehlen. Die gemeine Hainbuche steht wie die meisten Gehölze am liebsten sonnig, verträgt aber auch Schatten recht gut. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass Hainbuchenhecken an schattigen Standorten oder Standorten mit sehr wenig Licht allerdings oft nicht ganz blickdicht werden. Der Liguster. Die Ligusterhecke ist ebenfalls sehr trockenresistent. Diese Pflanzen gehen nur sehr selten anhand von Dürre ein. Bei der Ligusterhecke kann lediglich etwas Mehltau vorkommen oder bei extrem hohen Temperaturen ab und zu mal ein verbranntes Blatt. Liguster gedeihen an sonnigen und halbschattigen Standorten. Zu schattige Standorte können zum Verkahlen des Ligusters führen. Der Kirschlorbeer. Der Kirschlorbeer ist ebenfalls sehr trockenresistent, obwohl er viele große Blätter hat, die viel Wasser verdampfen lassen können. Die Pflanze hat aber keinerlei Probleme mit Hitze, sobald sie gut verwurzelt ist. Der Kirschlorbeer ist lediglich im Frühjahr auf mehr Wasser angewiesen, da zu dieser Zeit neue Blatttriebe gebildet werden und die Pflanzen blühen. Bekommen diese dann kein Wasser, werden die Blätter schnell gelb. Pflanzen gehen jedoch auch dann nicht kaputt, es sieht nur nicht mehr so schön aus. Kirschlorbeer kommt mit sonnigen und halbschattigen Standorten sehr gut zurecht. Starker Schatten unter zum Beispiel dichten Bäumen vertragen viele Sorten allerdings nicht. Die Glanzmispel Red Robin. Diese Pflanze ist dem Kirschlorbeer tatsächlich sehr ähnlich. Auch diese ist gut gerüstet gegen Hitze und Trockenheit. Die Glanzmispel ist aber etwas empfindlicher bei Frost im Vergleich zum Kirschlorbeer. Auch diese Pflanze kommt mit allen möglichen Standortbedingungen zurecht. Sie ist mäßig blickdicht und hat eine Wachstumsgeschwindigkeit von 30 bis 50 cm im Jahr. Die rotlaubige Glanzmispel verträgt einen geschützten, sonnigen bis halbschattigen Platz. Die Eibe. Die Eibe ist dem Kirschlorbeer ebenfalls recht ähnlich. Auch sie braucht nur wenig Wasser und hält Dürreperioden ebenfalls sehr gut aus. Wichtig ist jedoch auch bei der Eibe, dass die Pflanze gut verwurzelt ist. Die Eibe ist tatsächlich frostbeständiger als der Kirschlorbeer, denn letzterer kann bei zu starkem Frost erfrieren. Die Eibe wächst langsam, bekommt aber eine dicht bepackte Säule aus aufrecht stehenden Blättern. An den Rändern haben die Blätter eine goldene Farbe. Eiben wachsen tatsächlich im Halbschatten am besten. Sie fühlen sich allerdings auch in der prallen Sonne oder sogar im Vollschatten wohl. Man sollte dazu sagen, dass das Wachstum in zu schattigen Lagen sehr stark verzögert ist. Der portugiesische Lorbeer. Der portugiesische Lorbeer ist wie alle Pflanzen dieser Liste ebenfalls sehr dürreresistent. Die Pflanze ist immer grün und bildet eine dicke, dichte Hecke. Das Aussehen ist klassisch mit dunkelgrüner Farbe. Im Vergleich zum Kirschlorbeer sind die Blätter aber kleiner. Eine Hecke mit dem portugiesischen Lorbeer ist sehr schnell blickdicht und sehr pflegeleicht. Pro Jahr wächst die Hecke zwischen 30 und 50 cm. Die portugiesische Lorbeerkirsche gedeiht an sonnigen bis halbschattigen Standorten. Zypressen. Zypressen sind rund um das Mittelmeer und Südfrankreich bekannt. Aufgrund dessen können diese Pflanzen natürlich auch mit Dürre sehr gut auskommen. Die Pflanze ist auch hierzulande sehr beliebt als Heckenpflanze, denn sie ist ideal für die Schaffung einer natürlichen, dekorativen Gartengrenze. Die Zypresse wird sehr schnell blickdicht und wächst pro Jahr 70 bis 100 cm.
Dabei ist sie durchschnittlich pflegeleicht und sehr winterfest. Der ideale Standort für eine Zypresse ist hell, möglichst sonnig oder halbschattig und windgeschützt. Dazu benötigt die Zypresse eine durchlässige Erde und einen nahrhaften, im Idealfall leicht sauren Boden. Thujen. Die Thuja selbst hat zum Teil große Probleme mit der Hitze, wie im Sommer 2018 zu sehen war. Es gibt jedoch zwei verschiedene Arten von Thujen. Die Thuja-Arten Thuja Martin, Atrovirens, Excelsa und Gelderland sind sogenannte Plicata-Arten. Diese bilden eine tiefe Pfahlwurzel und dessen sind diese resistent gegen Dürre. Die Occidentalis-Arten. Occidentalis-Arten der Thuja haben ihre Wurzeln lediglich oberflächlich und sind Flachwurzler. Diese können einen heißen Sommer nicht ohne zusätzliches Wasser überleben. Hier reicht es aus, ihnen alle zwei Wochen eine große Menge Wasser zu geben. Viel länger sollte die Pflanze aber nicht ohne Wasser auskommen müssen, da sie sonst sehr geschwächt ist. Die Thuja bildet eine Pyramidenform mit roter Rinde und grünem Laub. Für eine schnell wachsende Hecke ist diese Pflanze perfekt, denn sie wächst zwischen 30 und 50 cm und ist durchschnittlich sehr pflegeleicht. Lebensbäume wachsen am besten an vollsonnigen Standorten, aber sie tolerieren auch noch lichten Schatten. Die Pfahlwurzel der Hecken wird während der Rodung durchtrennt und somit müssen sich diese erst wieder entwickeln. Dies kann tatsächlich bis zu einem Jahr dauern. Es gibt jedoch auch einige Punkte, die eine wichtige Rolle bei der Beständigkeit der Pflanzen mit wenig Wasserbedarf spielen. Zum einen sind das undurchlässige Barrieren im Untergrund. Die Pfahlwurzeln können bei einer undurchlässigen Barriere natürlich nicht tief genug in den Boden eindringen. Dies kann die Beständigkeit der Pflanze gegen Dürre bei einigen Arten der Heckenpflanzen zunichte machen. Zweitens, die Heckenpflanzen stehen oberhalb oder unterhalb des Hangs. Die Heckenpflanzen sind unterhalb eines Hangs deutlich unempfindlicher als oberhalb. Unterhalb können sie empfindlich auf Wasserstau reagieren, da das Wasser dort oftmals nicht gut entweichen kann. Dies ist noch schlimmer, als die Heckenpflanzen nicht zu gießen. Bei Dürre können sie den Pflanzen mit Wasser helfen. Stehen diese im Wasser, ist es sehr schwer, dieses wieder ablaufen zu lassen. Drittens, durchlässiger oder nicht durchlässiger Boden. Sehr durchlässige Böden trocknen natürlich schneller aus. Daher ist es wichtig, diesen mehr Wasser zuzuführen. Dadurch werden Nährstoffe viel eher ausgewaschen. Diese sollten dann wieder durch Dünger kompensiert werden. Ist es denn möglich, die Klimabeständigkeit zu verbessern? Es ist möglich, wenn der Boden genügend Humus enthält, die Bodenstruktur und das Bodenleben gesund sind. All dies macht es den Heckenpflanzen leichter, die Trockenheit des Bodens besser auszuhalten. Natürlich sind diese Möglichkeiten auch begrenzt. Doch es ist verständlich, dass eine Heckenpflanze in einem guten, gesunden Boden mehr Dürre verträgt als in einem schlechten Boden. Es ist jedoch auch abhängig von den Merkmalen der Pflanze, wie klimabeständig diese von Grund aus ist. Ein kleines Fazit. Wenn Heckenpflanzen wenig Wasser benötigen, sind sie sehr genügsame und pflegeleichte Pflanzen, die gern als Sichtschutz verwendet werden. Es gibt viele Arten und es findet sich für jeden Geschmack und jede Gegebenheit im Garten bestimmt die passende Pflanze. Eine Heckenpflanze, die wenig Wasser braucht, ist auch unkomplizierter in der Versorgung, wenn Sie in den Urlaub fahren möchten und Ihre Nachbarn ungern um Hilfe bitten. Die meisten Arten kommen ein bis zwei Wochen ohne zusätzliches Wasser sehr gut aus. Dies macht ihre Versorgung und Pflege sehr leicht. In einigen Gärten gibt es natürlich so schlechte Bodenverhältnisse, dass keine Heckenpflanzen ausgebracht werden können, die sehr pflegeaufwendig und anspruchsvoll sind. Somit haben Sie auch für diese Gegebenheit jetzt eine Möglichkeit, eine schöne Hecke anzupflanzen und somit nicht permanent mit intensiver Pflege der Pflanzen beschäftigt zu sein. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.